Ja, liebe Zuschauer, ich bin heute Morgen tatsächlich das erste Mal zu spät zur Arbeit gekommen. Eine ganze halbe Stunde. Ja, das war nicht lustig. Und wissen Sie warum? Weil ich verzweifelt meine Wohnungsschlüsseltür gesucht habe. Den Schlüssel, nicht die Tür, sondern den Schlüssel für die Wohnungstür. Ja, ich habe ewig gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Irgendwann habe ich festgestellt, er war natürlich in der Hosentasche. Aber bis ich das erstmal gemerkt habe, ich habe alles abgesucht. Ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden. Das dürfte Ihnen vielleicht demnächst nicht mehr passieren oder vielleicht sogar mir, wenn Sie jetzt beim nächsten Produkt zuschlagen, oder Ralf? Ja, und hier haben wir wirklich einen Schließzylinder der Extraklasse. Sie sehen hier, der sieht ein bisschen größer aus, aber das macht unglaublich viel Sinn. Denn hier, Sie sehen jetzt, das hier ist der Schließmechanismus, den ich von innen jederzeit auf- und abschließen kann. Sie sehen, das ist beweglich. So, jetzt versuche ich das von außen und was passiert? Nichts. Ich drehe ins Leere. Ich habe hier auch keine Möglichkeit, mit herkömmlichem Schlosserwerkzeug zum Beispiel, dieses Schloss zu knacken, weil ja gar kein Zugriff ist. Die einzige Möglichkeit, dieses erste Schloss jetzt zu öffnen, ist ein Zahlencode, den ich jetzt eingeben kann. Ganz x-beliebig, sogar 9 verschiedene Zahlencodes. Warum das, werde ich Ihnen gleich noch erklären. Aber schauen Sie, wir haben jetzt hier einen 6-stelligen eingegeben, weil es einfacher zu zeigen ist. Bis zu 12-stellig könnte ich eingeben. Ja. Dann sind es mehrere Millionen Varianten, die es gibt. Also das ist unglaublich sicher. Ich drücke einfach nur auf Entriegel und gebe jetzt hier unseren Zahlencode ein, 56, drücke auf Öffnen und jetzt schauen Sie mal, was passiert. Jetzt funktioniert nämlich dieser Mechanismus. Jetzt hat es abgeschlossen und das funktioniert. Jetzt schaltet er wieder frei. Also so einfach, ich zeige es Ihnen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dieses Geräusch und jetzt funktioniert es. Jetzt kann ich drehen den Schließmechanismus und nach wenigen Sekunden, wenn ich dann fertig bin, dreht es wieder ins Leere. Sehen wir das? Ja, das sehen wir deutlich. So, also das ist eine sichere Art, immer das Schloss zu sichern, ohne irgendwelche Schlüssel mitzunehmen. Oftmals hat man ja Schlüssel in der Hosentasche oder hat gar keine Hosentasche. Wo mache ich sie hin? Ja. Brauchst du dir hier gar nicht mehr merken. Ganz, ganz wichtig wird es jetzt zum Beispiel bei Gartenhäusern oder Ähnlichem, wo mehrere Leute Zugriff haben sollen oder Gartentoren. Da kannst du das installieren. Und jetzt kannst du als Besitzer des Hauptcodes, da gibt es nämlich einen Mastercode, kannst du verschiedene Pins hier, also bis zu 9 Stück gleichzeitig programmieren und kannst jetzt praktisch 9 verschiedenen Sachen den Zugangscode geben, kannst aber jeden einzelnen dann auch wieder löschen. Richtig. Jetzt zum Beispiel, oder reden wir mal vom Urlaub. Mhm. Ja, du gibst deinen Nachbarn den Code, du sagst, pass auf, ich bin jetzt 14 Tage im Urlaub und dann schaut ihr bitte nach den Blumen, dann machen die das mit dem Code. Nach den 14 Tagen, wenn du zurück bist, löscht du diesen Code wieder. Das heißt, die haben keinen Zugriff mehr. Ein Schlüssel nach 14 Tagen mal wieder ändern ist schwierig, ne? Also jetzt einen richtigen Schlüssel. Ja. Mir ist es übrigens auch schon mal so gegangen. Ich bin aus der Wohnung gegangen, Haustür zugeschmissen, weil ich dachte, der Schlüssel ist ja eh in der Handtasche. Pustekuchen, der war noch in der Wohnung. Weißt du, was auch viele machen? Und das wissen auch Einbrecher. Den Ersatzschlüssel irgendwo hinlegen. Wo liegt der? Wenn Sie irgendwo einen Schuhschrank vorne dran haben, in irgendeinem Schuh drin, wenn Sie Garten drin haben, unterm dritten Stein, ja, oder unterm Blumentopf oder unter der Fußmatte. Ja. Glauben Sie mir, das findet jeder. Natürlich, ja, natürlich. Gibt es eine gewisse Sicherheit, aber diese brauche ich nicht mehr, weil ich meinen Schlüssel immer im Kopf dabei habe. Jetzt hat man bei so Schließzylindern oftmals Bedenken, sind die leicht zu installieren? Ich kann Ihnen sagen, das ist unglaublich leicht zu installieren. Und ich habe jetzt auch mal unseren Hausmeister, den Jakob, genötigt, uns das hier live an der Tür zu zeigen. Da ist jetzt ein ganz normaler Schließzylinder drin. Und Jakob, komm doch einfach mal rein. Er zeigt uns jetzt alles, ist vorbereitet, was wir hier brauchen, wie einfach das geht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal. Überall ist das Schloss in der Mitte gesichert. Du darfst ruhig loslegen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, das alte Schloss rauszunehmen. Du löst also diese Schraube in der Mitte. Das ist bei allen Schließsystemen das Gleiche. Und jetzt kannst du aber nur mit dem Originalschlüssel dein Schloss rausmachen, weil du es ein klein wenig drehen musst. Du musst mal spielen, in welcher Richtung geht es raus. Mhm. Und dann einfach ein klein wenig spielen. Da sehen wir es jetzt. Ah, so, ja. Siehst du, das hast du aber ganz schnell raus. Ui. Also Ausbau ging jetzt 30 Sekunden. Super. Jetzt haben wir das neue Schloss. Das kommt genau so. Jetzt muss ich den ersten Türknauf entfernen. Das ist der, der innen ist. Den entferne ich jetzt. Der Schraubenzieher ist mit dabei. Aufpassen, dass Sie die kleine Schraube, ich halte das so lang, Jakob, nicht verlieren. So, und jetzt stecken Sie das wieder genau so rein. Das Zahlenschloss natürlich nach außen und den Knauf nach innen. So. Das war's eigentlich schon. Jetzt richtig fein justieren, also schauen, wo ist das Schraubloch? Guck mal.
So, da musst du auch wieder ein klein wenig spielen, bis du es richtig gefunden hast, bis du die richtige Einstellung hast. Ich glaube, wir müssen noch ein klein wenig rein, aber einfach schauen. Hoppla, ich halte mal die Türe. Kleines Stück geht's noch. Jetzt war es richtig drin, glaube ich. So, jetzt schließt es wieder und jetzt verschraubst du. Guck mal, fertig. Das geht aber schnell. Das also war's. Das ging jetzt wirklich schnell. Das war jetzt kein Hexenwerk. Das Werkzeug, diesen kleinen Schraubenschlüssel, den liefern wir mit, ne? Der ist dabei und den Kreuzschlitz oder Schlitzschraubenzieher, den hat jeder zu Hause. Ja, so, jetzt ist es installiert und jetzt ist das Schloss nur noch mit Zahlencode zu öffnen. Also entweder von innen natürlich jederzeit durch den Knauf und von außen nur mit Zahlencode. Das sind Schlösser, die sind jetzt immer mehr im Kommen, die sind hochmodern, aber da werden teilweise wirklich unglaubliche Preise dafür verlangt. Da zahlt man Hunderte von Euro dafür. Nicht bei uns 47,41 Euro. So den Knauf noch drauf, damit sie jederzeit auf- und zuschließbar ist, von innen und von außen. Und das war's schon mit der Installation. Und es sieht auch noch richtig gut aus. Also das sieht richtig, richtig robust und jetzt können wir das, aus, richtig edel. Ne? Guck mal, jetzt können wir das auch gleich testen, direkt an diesem Schloss. Im Moment geht es nur von innen auf. Ja? Dankeschön, Jakob. Toll, dass du das gemacht hast. Im Moment geht es also wirklich nur innen. Hält es schon? Ich habe was falsch gemacht. Kleinigkeit falsch gemacht? Gut, dann mach nochmal. Aber das ist ja auch schön, wenn ein Profi mal eine Kleinigkeit falsch macht. Die Schraube setzt nicht richtig, also Schloss muss nochmal richtig justiert werden. Aber Sie sehen, hier einfach auf dieses kleine Loch achten. Ja, das muss richtig drin sein. Jetzt geht's, oder? Ja, jetzt haben wir es gesehen. Und draußen gebe ich dann einfach den Code ein, den Sie selber einstellen können. Machen Sie es nicht wie wir. Wir haben es nur, da, schauen Sie, da ist das Schraubloch. Das ist überall das Gleiche. Da muss es rein. Da, die Schraube nachher von außen, von der Tür. Und dann ist es gesichert gegen Verrutschen und dann hält es auch bombensicher. Und vor allem der Schließmechanismus sitzt dann am richtigen Punkt. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Was wir übrigens auch noch mitliefern, ist diese Silikonhülle. Richtig, die kannst du auch drüber machen. Wenn es jetzt im Außenbereich ist, dann ist es noch mal extrem gegen Spritzwasser geschützt. Und bedienen kannst du es trotzdem, weil das ist ja transparent. Also das ist eigentlich nur ein Spritzwasserschutz. Der wird mitgeliefert, kann man jederzeit danke, machen. Jakob, jetzt geht's. Jakob, danke dir. Vielen Dank. Und jetzt machen wir mal auf. Ich hoffe, wir haben hier den gleichen Code, das werde ich gleich feststellen. Ein anderes Schloss. Also im Normalfall komme ich jetzt an die Tür, es passiert nichts. So, jetzt gebe ich aber den Code ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kann ich aufschließen und zuschließen. So sehen Sie das, wie ich will. Natürlich auch die Falle hier. Ja, also das ist eben das Tolle. So, abgeschlossen. Achtung, wenige Sekunden warten. Und jetzt geht wieder nichts mehr. Sehen Sie es? Erst wieder, wenn ich den Code eingebe. So einfach, so schnell und vor allen Dingen so schick. Haben Sie es gesehen? So einfach und das für 47,41 Euro. Das ist doch genial, oder? Ich sage es mal wieder. Vielen Dank an Jakob, aber man muss kein Handwerksprofi sein. Dankeschön, Jakob, dass du uns das so schön gezeigt hast. Sie haben gesehen, Werkzeug ist dabei, hier haben wir es und das jetzt mit einem schönen Code versehen. Jetzt müssen wir noch mal über die Codierung reden. Können Sie machen, wie Sie möchten. Hier sehen wir es noch mal im Vorfeld, da hat er es auch schon mal gemacht. Du musst beim alten Schloss den Schlüssel reinstecken. Mhm. Das ist wichtig, weil der nicht gerade rausgeht. Du musst den Schließmechanismus leicht schräg machen, damit er rausgeht. Beziehungsweise stimmt nicht, der steht nominell leicht schräg. Und mit dem Schlüssel machst du ihn gerade, um ihn rauszubekommen. Neues Schloss rein und dann kannst du es auch programmieren. Das ist natürlich alles, steht alles in der Bedienungsanleitung dabei, wie das programmiert wird. Mit deinem Mastercode kannst du verschiedene Codes, bis zu 9 verschiedenen Codes hier programmieren. Wo das auch unglaublich viel Sinn macht, ist bei Vereinsheimen zum Beispiel. Es gibt auch zum Beispiel oder Bootsanlegestellen, wo du 20, 30 Boote hast, die immer wieder wechseln, die Pächter, und die gehen dann am Anfang gehst du meistens auf den Steg durch den Tor durch. Ja. Das muss ja irgendwie verschlossen sein. Richtig, wenn du das damit machst und jemand, der dann neu dazukommt, einen Code gibst, dann ist das überhaupt kein Problem. Du kannst den Schlüssel nicht verlieren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du den Code vergisst. Dann rufst du deinen Kollegen an, der weiß und sagt, oh, ich bin dusselig, ich habe den Code vergessen. Der sagt dir und dann stehst du, musst du auch nicht warten, bis wieder jemand mit dem Schlüssel kommt oder so. Wir kennen das auch. Irgendjemand hat einen Ersatzschlüssel, der ist aber genau dann, wenn du ihn brauchst, nicht zu Hause und nicht zu erreichen. Dann stehst du auch wieder da wie vorher. Also ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Ja, definitiv. Und wie gesagt, dass man dann auch jemanden anrufen kann, die Möglichkeit finde ich toll. Zumal ich musste mal den Schlüsseldienst rufen. Das war an einem Sonntagnachmittag, weil ich meinen Schlüssel auch wieder mal vergessen hatte. Ich bin einfach nur mal ein kleiner Dussel. Oh, wie viel hast du bezahlt? 80 Euro, das waren 3 Sekunden. Der kam da mit so einem dünnen Draht
hat da einmal, zwei, dreimal reingepiekt. Und dann war ich nach 3 Sekunden 80 Euro los. Aber du, das schnell, ist jetzt, ne? Das hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Zwei, dreimal reingepiekst. Das sind herkömmliche Schlösser. Und egal, welche Sicherheitsschlösser sie haben, Profis schaffen es, dieses Schloss zu knacken mit wenig Hilfsmitteln. Ja? Aber schauen Sie mal, so sieht Ihr neues Schloss aus. Wie soll ich das knacken? Ich habe überhaupt keine Chance, das zu knacken. Ja. Das heißt also, hier wird sich so ein Schlossknacker, so ein Einbrecher, wird sich auch die Zähne ausbeißen. Und einen Schlüsselnotdienst brauche ich auch keinen mehr holen, weil ich habe dann natürlich diese Zahlenkombination im Kopf und kann sie nicht vergessen. 47,41 Euro, liebe Zuschauer, ein kleines Geld, wenn man bedenkt, wie sicher das auch ist. Ja? Diese Zahlencodes bzw. die elektronischen Türschließzylinder, die sind normalerweise richtig teuer. Da kann man, die gehen ja teilweise ab 100 Euro und aufwärts los. Hier bei uns für 47,41 Euro, die sind robust, die sind langlebig. Wie gesagt, die haben einen Messing-Schließzylinder, dann natürlich die Edelstahlknöpfe, sieht auch noch sehr schick aus. Und das für kleines Geld. Jetzt hast du aber noch was mitgebracht, ein Türschließzylinder. Es ist aber auch ein schweres Wort, ein Türschließzylinder. Aber ja, hier ist noch was anderes. Also im Prinzip sieht er genau so aus. An der Türe überhaupt kein Unterschied festzustellen, ebenfalls so zu programmieren. Jetzt kommen wir aber noch zum Zusatz und das sind so diese sogenannten Transponder. Da sind 3 Stück im Lieferumfang enthalten und das muss ich mir nicht mal mehr einen Zahlencode merken, sondern ich komme einfach, drücke auch wieder auf Entriegeln und gehe jetzt mit dem Transponder drauf. Wir hören schon am Geräusch, guck mal, jetzt ist es auf- und abschließbar. Und nach wenigen Sekunden, wenn ich es in Ruhe lasse, hält es wieder ein. Kleines Geräusch, schau mal, jetzt geht's eben nicht mehr. Das heißt, ich habe aber die Möglichkeit, das mit meinem ganz normalen Code zu öffnen und mit diesen kleinen... Selbes Prinzip wie gerade, genau, eben bis zu 12-stelligen Code kannst du eingeben. Wir können mal gucken, was hier für ein Code eingegeben ist. Wahrscheinlich auch wieder 4, 5, 6, jawohl. Guck mal, jetzt ist es mit dem Code aufschließbar, aber guck mal, nach wenigen Sekunden ist es hier wieder aus. Moment, jetzt. Kurzes Geräusch. Jetzt ist es wieder abgeschlossen, das heißt, hier geht nichts mehr. Oder auch natürlich jederzeit mit dem Transponder einfach drauf. Das heißt, für kleines Geld mehr habe ich hier noch die Möglichkeit, falls ich mal den Zahlencode vergessen sollte, dass ich hier eben diese kleinen Chips noch habe. Die kennt man ja heutzutage, ne? Also viele Arbeitgeber haben solche Chips auch schon, damit dann ihre Mitarbeiter zum Beispiel reinkommen. Ich finde das toll. Also viel, viel bequemer, viel sicherer natürlich auch, weil so ein System ist nicht so leicht zu knacken wie ein ganz herkömmlicher Schlüssel. Das ist richtig. Ne? Auch hier hast du als Schlossknacker mit Dietrichen oder mit kleinen Drähten oder ähnlichem oder aufbohren, überhaupt keine Chance. Ja? Richtig. Hier im Lieferumfang enthalten 3 dieser Transponder, bis zu 19 sind hier möglich, die ich also zusätzlich noch anschaffen kann. Werden wir Ihnen gleich zeigen, wie ich da noch einzelne dazu kaufen kann. Aber was ich Ihnen auch noch mal zeigen wollte, ist diese herkömmlichen Schlösser. Ja? Weil das ist einfach ein Sicherheitsschloss übrigens. Das sieht man auch hier am Schlüssel, wie sie normalerweise vorkommen. Das, was wir jetzt ausbauen, genau dieses Schloss schauen wir uns gleich mal genauer an. Hier aber noch mal zu sehen, wie einfach der Einbau ist. Den Knauf auf der Innenseite wegmachen und dann natürlich hinten, wenn ich fertig bin mit der Installation, wieder festmachen. So, und jetzt die Schraube in der Mitte, damit ist es fixiert und du hast keine Chance, das über Schloss dann aufzumachen. Du siehst, nur mit dem Code oder dann natürlich mit diesem Chip funktioniert das. Toll. So, jetzt wollte ich noch mal eine Kleinigkeit sagen zum Ausbauen, weil sich da manche doch ein bisschen schwer tun. Dieses Schloss, das wir jetzt ausgebaut haben mit abgezogenen Schlüsseln, hat eine Stellung, die nicht mittig ist. Werden wir gleich sehen. Aber da sehen wir erst noch mal, wie einfach das geht. Transponder oder Zahlencode. Wie gesagt, 9 verschiedene Zahlencodes, wobei sie den Zahlencode einen auch mehreren Personen sagen kann. Und 3 dieser Transponder sind dabei. So, jetzt gucken wir uns das Schloss noch mal an. Hier sehen wir es. Und da sehen Sie, dieser Schließmechanismus, der steht, wenn kein Schlüssel drin ist, ein klein wenig raus. Das heißt, wenn ich ihn jetzt ausbauen wollte, ich muss diese Schraube rausdrehen, den hätte ich trotzdem keine Chance, den rauszubekommen. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Du musst zwingend deinen Schlüssel haben, reinstecken und dann ein klein wenig spielen, schauen, wann ist er gerade. Das wäre jetzt der Fall. Und jetzt könntest du hier bequem den Schließzylinder rausmachen. Also das nur bei der Demontage Ihres bisherigen Schlosses. Das können Sie auch gerne aufbewahren, weil so Schlösser kann man immer mal wieder gebrauchen, wenn irgendwo anders eins kaputt geht. Genau. Aber oder wenn ich später ausziehe, ne?
Ja, wenn, auch wenn das natürlich. Wenn ich später wechsle, weil das kann ich ja an jeder anderen Wohnort auch mitnehmen. Das funktioniert für jedes Schließsystem, oder? Absolut, ja. Die sind genormt. Es gibt einige wenige Sicherheitstüren, die hier wesentlich dicker sind. Brandschutztür. Aber da, ansonsten ist das hier genormt. Das passt bei Ihrer Tür. Egal ob draußen Haustüre oder überall, wo du solche Schlüssel oder Schlösser drin hast, passt das. Das kann auch innen sein. Das kann ein Büroraum sein zum Beispiel. Wenn ich mein Büro abschließen will und nicht immer den Schlüssel mit mir rumtragen, ja, machst du das hier rein. Machst es mit dem Zahlencode. So einfach geht das. Und nochmal gucken Sie, wie schnell ich hier das offen habe. Wuff. So, und jetzt ist es drehbar und dementsprechend zu öffnen. Und wenn ich nicht mehr, also wenn ich es geöffnet habe, lasse es in Ruhe. Jetzt hören wir gleich das Geräusch. Kleines Geräusch. Und jetzt ist es eben nicht mehr öffnbar. Wobei von innen es jederzeit öffnbar ist. Dazu musst du einfach nur aufpassen, wie rum du es einbaust. Das sollte innen sein, das sollte außen sein. Dann hast du alles richtig gemacht. Und der Einbau ist kinderleicht mit einer einzigen Schraube. Das heißt also, hier habe ich wirklich eine zweifache Sicherheit eigentlich. Ne? Zum einen, wenn ich meinen Schlüssel mal vergessen sollte, das ist jetzt gar kein Problem, weil ich habe ja hier lediglich einen PIN, den ich mir merken muss, oder hier meine kleinen Chips. Und zum anderen natürlich auch absolut einbruchsicher. Ne? Also das lässt sich nicht so leicht knacken. Also nein, da ist kein Einbrecher drauf vorbereitet. Du siehst ja immer diese Agentenfilme oder Navy CIS oder sonst was. Und da packen auch die guten Jungs mal diese kleinen Etuis aus mit irgendwelchen Pfeilen drin und da fahren sie rein und machen auf. Geht hier nicht, weil du hast nirgends einen Angriffspunkt, wo du reinfahren könntest mit diesem Schlüsselknack-Werkzeug. Auch ein Dietrich natürlich, ein herkömmlicher, hat überhaupt keine Chance. Und somit hast du auch noch Sicherheit. Du musst keinen Schlüssel mitnehmen. Und jetzt überleg mal, wie oft geht man abends mal noch kurz raus? Au, ich muss einen Schlüssel, wo ist er denn? Und sucht ihn, so wie du zum Beispiel. Brauchst du nicht mehr, weil du ziehst die Tür hinter dir zu und weißt, ich brauche keinen Schlüssel. Richtig. Die Zahlenkombination habe ich mir ausgesucht. Das kann natürlich das Hochzeitsdatum sein, das kann das Geburtsdatum der Kinder sein, es kann irgendeine beliebige Zahlenkombination sein. Was man sich gut merken kann auch. Ne? Wie gesagt, zwischen sechsstellig und zwölfstellig. Und bei sechsstellig gibt es schon 1 Million Kombinationsmöglichkeiten. Also ich glaube, es sind sogar mehr. Aber ich glaube, das können Sie sich dann aussuchen. Natürlich müssen Sie nicht 6 verschiedene Nummern machen, sondern Sie können wirklich jede Nummer. Sie könnten auch 6 mal die 1 programmieren, wenn Sie das möchten. Also ganz, ganz egal. Das kannst du nach deinem Belieben machen. Und eben jederzeit einen weiteren Code zuschalten oder wieder abschalten. Also praktisch jemanden einen Schlüssel in die Hand drücken, ohne ihn überhaupt zu sehen und später wieder abnehmen. Genau. Also ich finde das wirklich eine tolle, tolle Sache. Auch gerade bei Kindern. Wenn du Kinder hast, die auch natürlich in die Wohnung müssen. Früher hat man die Schlüsselkinder genannt, weil die den Schlüssel um den Hals hatten. Ja, weil sie vielleicht von der Schule mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vor der Mama heimkommt. Mhm. Aber das Risiko war natürlich immer, diesen Schlüssel zu verlieren bei den Kindern. Schnell. Und die sind teilweise natürlich auch richtig teuer, wenn du ein schönes Schließsystem hast. Jetzt baust du das als Schloss ein, dann müssen sich die Kinder nur die Zahlen merken. Und wenn sie die mal vergessen, dann rufen sie die Mama an und sagen, Mama, ich habe die Zahl vergessen. Und dann sagt man ihnen kurz den Code, den drücken sie rein und dann können sie aufschließen. Also so einen Schlüssel vergessen, das geht schnell. Ne? Also mal eben den Schlüssel in die Hosentasche gepackt, dann setzt man sich vielleicht irgendwo hin, in eine Eisdiele oder so. Und wenn man aufsteht, der fällt raus aus der Hosentasche. Man merkt das ja erstmal gar nicht. Ne? Also das geht ganz, ganz schnell. Da muss man nicht nur unbedingt Kind sein, um einen Schlüssel zu verlieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Da ruhig zuschlagen. Ich meine, 94,91 Euro. Und bei diesem System haben sie ja die doppelte Sicherheit. Entweder sie geben das Ganze per Zahlencode ein, den Sie sich ausgedacht haben. Das ist Ihr Code, ja, den Sie auch jederzeit wieder ändern können. Oder Sie öffnen das Ganze hier mit diesen Transponder-Schlüsseln. Da liefern wir Ihnen 3 Stück auch noch gratis mit dazu. Das sind diese kleinen Schlüssel hier. Also das ist alles im Set mit dabei. Natürlich auch hier wieder die Wetterschutzhülse, die kommt dann hier so drauf. Genau, die ist auch, du siehst, das ist ein Biss, da brauchst du eine Minute dafür, weil du es wirklich straff drüber ziehst, aber dann ist es vorne und hinten geschützt. Und die Zahlen sind trotzdem deutlich sichtbar, weil das ist natürlich transparent. Also gerade wenn ich es im Außenbereich, wenn ich keinen Vorbau habe, vor der Haustür zum Beispiel, dann mache ich einfach diesen Schutz, wenn es installiert ist, einfach mit drüber. Die Funktionalität bleibt trotzdem genauso vorhanden. Ich sehe auch die Zahlen hervorragend. Und egal, wie gesagt, bei unserem jetzigen Schloss, haben wir gleichen Möglichkeiten mit Zahlencode, aber zusätzlich auch noch diese Transponder. 3 Stück sind im Lieferumfang enthalten. Bis zu 19 kann ich hier freischalten. Also einen ganzen Verein im Prinzip könntest du hier freischalten. Und das ist eben Sicherheit, wie ich sie will. Und vor allem
kann ich jetzt endlich aufhören, irgendwelche für irgendjemand Ersatzschlüssel irgendwo zu platzieren? Ja, kennst du das, diese Nachricht, ich habe den Schlüssel unter den zweiten Blumentopf gelegt? Man weiß es auch früher aus den Filmen. Kein Schlüssel, oh, guck mal, der Ersatzschlüssel liegt unter der Fußmatte. Weißt du, die Einbruchhäufigkeit steigt immer mehr und die sind ja auch nicht doof. Die kennen all diese Verstecke der Ersatzschlüssel. Ja. Und kann man es einem Einbrecher noch einfacher machen, als einen Schlüssel irgendwo zu hinterlegen? Hier haben die keine Chance. Ja, vor allem für so einen super Preis, 94,91 €. Wenn man solche Schließsysteme im Baumarkt kauft, die gehen da wirklich ab 150 € los. Ja, das sind wirklich normalerweise richtig, richtig teure Schließzylinder. Und hier für 94,91 € komplett wettergeschützt, natürlich hier richtig hochwertig auch verarbeitet. Da können Sie jetzt zuschlagen mit der NX4349 und der 569. Und Sie haben dann volle Kontrolle, wer bekommt meinen PIN, wer nicht. Ja, und egal, ob Sie das Ganze jetzt per PIN-System bedienen oder natürlich auch hier mit den kleinen Transponderschlüsseln, das ist Ihnen überlassen. Bestellen wir mal NX4349 und die 569. Wenn Sie jetzt aber die ganze Familie mit solchen kleinen Schlüsseln noch ausstatten wollen, Oma, Opa, Tante oder vielleicht sogar die Nachbarn, dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, dass Sie diese kleinen Schlüssel, die Transponderschlüssel, nachbestellen können mit der NX4350 und der 569. Drei Stück, ne? Also da ist einer jetzt dabei, drei sind im Lieferumfang enthalten. Genau. Und hier kann ich jetzt noch jeweils einen weiteren, bis maximal 19, also 16 Stück maximal noch dazu bestellen. Dann hättest du das Maximum ausgereizt. Ja. Aber oftmals sagt man, okay, ich brauche einfach noch einen vierten oder einen fünften, also ein oder zwei mitbestellen. Hier geht es um einen einzigen zusätzlichen, ich muss es nochmal betonen, im Lieferumfang enthalten des Schlosses sind schon drei dieser Transponder. Wenn ich mehr brauche, dann die einfach noch mitbestellen. Hier den kleinen Ring, den kann man dann vielleicht an den Autoschlüssel mit dran machen. Da hat man alles zusammen. Also wirklich toll gemacht, tolle Lösung. So es beruhigt mich auch immer, wenn ich weiß, jemand hat noch einen Ersatzschlüssel, den ich vertrauen kann. Oder vielleicht mal den Nachbarn, wo man sagt, jetzt wo ich im Urlaub bin, schau doch mal bitte nach meinen Blumen, ja, oder ähnliche Geschichten. 7,51 €, die sind ganz leicht, 5 Gramm, ne? Also wiegen nichts. Sie können sie jetzt einfach an den Schlüssel mit dran machen von Ihrem Autoschlüssel oder wo auch immer. Und die bekommen Sie mit der NX4350 und der 569. Ja, das ist die neueste Generation der Schließsysteme, einmal mit Zahlencode bis zu 12-stellig und dann natürlich auch noch mit diesen Transpondern. Wie gesagt, nochmal 3 Stück im Lieferumfang enthalten. Für jeden weiteren bitte einen bestellen. Sie können das bis zu 19 Stück machen, weil bis zu 19 verschiedene Transponder kann man in den Schlössern verwenden. Tja, genau. Hier sehen Sie nochmal die Bestellnummer NX4350 und die 569. Da hat man auch mal einen als Ersatz zu Hause. Ne? Kann ja immer mal sein. Ersatzschlüssel hat man ja auch. Warum dann nicht auch von so einem Transponderschlüssel einen Ersatz haben? 7,51 €. Normaler Schlüssel würde viel, viel mehr kosten. Und wir fassen jetzt für Sie noch einmal zusammen, damit Sie den Überblick behalten. Ja, als erstes war nur das Sicherheitsschloss mit natürlich dem Sicherheitscode einzustellen. Von 6-stellig bis zu 12-stellig mit einem Mastercode, den Sie bekommen, können Sie das programmieren, jederzeit zuschalten oder abschalten. Jedem, wo Sie wollen, den Code verraten. Und wenn Sie nicht mehr wollen, dass diese Person den Code kennt, einfach diesen Code löschen. Der Einbau unglaublich einfach. Wir haben es gerade live im Studio gesehen. Das geht innerhalb von 3-4 Minuten. Und dann einfach programmieren und Schlüssel irgendwo hinlegen. Schlüssel vergessen oder Schlüsselübergabe. Ja. Das sind dann alles Fremdwörter, aber das musst du nicht mehr. Genau, NX4348 und die 569, das ist die Bestellnummer für unser Türschließzylinder mit bis zu 12-stelligen Zahlencode, also für 47,41 € ist das natürlich eine super Sache. Wenn Sie aber sagen, ich habe es nicht so richtig mit Zahlencodes zu merken, ich möchte das Ganze lieber mit diesen kleinen Chips hier bedienen, den Transpondern, dann können Sie das auch gerne bestellen, weil hier haben Sie die Möglichkeit, das Ganze per Zahlencode zu bedienen oder eben per Schlüssel. Da bekommen Sie 3 noch mit dazu geliefert. Dann für ein bisschen Geld mehr, also 94,91 €. Da bestellen Sie bitte mit der NX4349 und der 569. Wie einfach das geht, das zeigt Ralf uns gerade. Ja, also hier doppelte Freiheit. Du siehst jetzt gleich, jetzt geht es wieder ganz nicht mehr nach dem Ton. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit per Transponder, wie ich es gerade gemacht habe, oder per Zahlencode. Also wie gesagt,
gesagt, die neuesten Generationen der Schlösser sind das absolut nicht zu knacken durch Schlüsselknacker, Schlossknacker. Und vor allem, ich werde auch keinen Notdienst mehr, Schlüsselnotdienst brauchen, der viel, viel Geld kostet, sondern ich werde mir meinen Code merken können. Wenn nicht, weiß ihn jemand anders, den rufe ich an und dann sagt er ihn mir. Also wirklich eine tolle, tolle neue Sache für jedes Schloss. Und natürlich noch ein Transponderschlüssel. Wenn Sie den möchten, können Sie den auch noch zusätzlich mit dazu bestellen. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann unbedingt zum Telefon hören und bestellen. 0180 51 51, und dreimal die 2 ist hier für die Telefonnummer. Natürlich dürfen Sie auch ganz bequem vom Sofa aus online bestellen unter www.pearl.tv. Und das waren wirklich tolle, tolle Produkte für Ihre Sicherheit. Deswegen jetzt ganz schnell anrufen und bestellen. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß damit.